So, also herzlich willkommen zum Woche 3 Video von Handswitching. In diesem Video erkläre ich jetzt ganz grundsätzlich, was sich verändert hat seit den letzten 2 Wochen, wo ich für euch meine Linkhand geswitcht habe. Die grössten Unterschiede sind, dass ich viel konstanter geworden bin, als ich nur vor 2 Wochen war. Vor 2 Wochen bin ich so etwa bis so 33, 34 rum gewesen. Und jetzt bin ich bis so konstant so 24 rum. Und ich hatte schon einige so 20 Singles gehabt. Und es ist jetzt recht einfach, gute Moves zu machen oder gute Turnen. Mir ist jetzt auch viel einfacher gefallen, Ringfinger Turns zu machen, also R Prime Moves. Und ich hoffe, das ist eine Inspiration für all die, die in der Low Age lernen, aber es nie gemacht haben, weil sie denken dann, ja, das kann ich sowieso nicht. Weil ich wirklich innerhalb von 2 Wochen auf einen 25er Average gekommen von über einer Minute, die ich vorher kam mit der linken Hand. Und grundsätzlich ist es nicht schwierig, gut in Low Age zu werden. Man muss nur einfach Willenskraft haben, es wollen zu lernen. Ich kann jetzt nicht einblenden, was ich für Zeiten hatte. Einfach da, dass jetzt nicht die Zeit für den Video ist, sondern halt einfach nur zu zeigen, wie sich mein Turning verbessert hat und was so in diesen 2 Wochen passiert ist von meiner OH Progression her. Ja, danke vielmals fürs Zuschauen und genieße den Rest vom Video. Bis zum nächsten Mal.